Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um einen alten Kolani-PC. Wie ihr gleich im Video sehen werdet, das hier ist jetzt ein kleines Vorintro, um kurz darauf hinzuweisen, dass das Video schon etwas älter ist. Ich glaube, ich habe damit im Januar angefangen. Inzwischen haben wir Juni. Aus Zeitgründen bin ich leider bisher noch nicht weiter dazu gekommen, weswegen in letzter Zeit auch weniger Videos kamen. Das hier ist jetzt Teil 1, den ihr seht. Teil 2 ist ebenfalls schon komplett fertig. Das heißt, der kommt in der nächsten Zeit auch ziemlich schnell online. Und Teil 3 ist in Arbeit. Und damit wünsche ich jetzt sehr viel Spaß beim Video. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder einen älteren PC mitgebracht. Der hat diesmal eine kleine Besonderheit. Diesmal gibt es auch noch einen älteren Bildschirm sowie Tastatur und Maus. Ich weiß über diesen PC nicht so großartig viel, also ich weiß jetzt nicht, ob der funktioniert. Das wird sich dann jetzt gleich im Laufe des Videos zeigen. Den habe ich von einem Kollegen bekommen, den soll ich dem fertig machen. Reingeguckt hat er nur, dass der PC vollständig ist und er hat kurz die Batterie von innen abgeknipst. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob er läuft, ich weiß gar nichts. Wir können uns das jetzt hier einmal angucken. Wir haben hier einen Highscreen-PC mit einem 486er SX25. Kleiner Spoiler, ich weiß, dass da kein SX25 mehr drin ist. Da müsste ein DX100 drin sein. Das hatte er soweit schon nachgeguckt. Den werden wir uns gleich auch angucken. Fangen wir von oben an. Hier haben wir eine Blende. Dann haben wir hier ein CD-Laufwerk. Sieht nach einem ganz normalen CD-Laufwerk aus. Nichts mit mehrfacher Schaltgeschwindigkeit. Doch Quad Speed. So vierfache Geschwindigkeit. Dann haben wir ein 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk. Das sieht etwas eigenartig aus, da kommen wir gleich zu, warum das so ist. Dann haben wir hier einen Festplattenlaufwerksschacht. Der sieht auch irgendwie etwas eigenartiger aus, passt zum Diskettenlaufwerk. Hier haben wir einen Turbo-Knopf, den man mit einer Nadel reindrücken muss. Und einen Reset-Knopf. Wurde wohl schon ein paar Mal benutzt, sieht aus, als wäre der mit einem Bleistift damals benutzt worden. Ein Schloss zum Abschließen oder eher gesagt, um dafür zu sorgen, dass man den PC ohne Schlüssel nicht starten kann. Ist eigentlich ziemlich sinnfrei, weil die Schlüssel sind eigentlich von der Stange. Den hätte sich früher jeder besorgen können. Das Logo hatten wir schon. Highscreen. Und jetzt kommt das Besondere an diesem PC. Hier steht Kolani. Kolani ist ein französischer Designer, der diesen PC unter anderem hier designt. Deswegen ist das so gesehen ein Designer-PC. Den gab es in drei verschiedenen Ausführungen damals von Phobis. Den gab es einmal in dieser Ausführung hier. Dann gab es den noch einmal auch als Big Tower, aber da hatte der nicht diese Laufwerke hier oder diesen Schacht. Da hatte der einfach hier eine Klappe vor und die Laufwerke darunter waren normal. Das Unterteil hier war gleich. Das Diskettenlaufwerk war rausnehmbar. Also das war auch eine komplette Einheit. Eventuell finde ich ein Bild davon, dann blende ich das jetzt an der Stelle hier ein. Und sonst halt nicht. Ebenfalls gab es diesen PC auch noch einmal in der Desktop-Variante. Also so gesehen wie hier als liegender PC. Kann ich auch ein Bild von einblenden, habe ich auch da. Aber jetzt geht es erstmal um diesen Big Tower hier. Also wie man schon sieht, ist halt designtechnisch. Es gab auch eine Kolani-Tastatur, die wurde aber meistens mit dem PC nicht ausgeliefert. Das war so ein Sonderobjekt. Hier haben wir die ganz normale Standard-Highscreen-Tastatur, allerdings ohne Highscreen-Schriftzug. Gab es so oder so. Die Maus ist, habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich sehe da jetzt auf den ersten Blick nichts. Das könnte auch so eine Art Highscreen-Produktion sein. Steht aber erstmal nichts drauf, also ist erstmal eine ganz normale serielle Maus. Dann haben wir hier so einen schönen vergilbten Tastaturschutz, der hier schon leicht beschädigt ist. Früher gab es sowas noch. Den tun wir erstmal vorsichtig beiseite, in der Hoffnung, dass er nicht weiter zerbröselt. Die Tastatur ist etwas dreckig, wie man das auf näherer Sicht hier sieht. Hier wird mal irgendwas reingelaufen sein. Der Druckpunkt der Tasten, der ist schön, ist jetzt natürlich nicht rein mechanisch. Aber schön, wir können mal hinten gucken, ob da schon irgendwas draufsteht, wo diese Tastatur herkommt. Hickory, okay.
Steht nichts von Highscreen drauf. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die später auch als Highscreen-Tastatur rauskam. Als Bildschirm haben wir hier einen, ich würde sagen, nee, 17 Zoll ist zu klein, das müssten 15 Zoll sein. Ein 15, nee, 14 Zoll wahrscheinlich, weil hier 14 steht. Ein 14 Zoll Monitor von Highscreen. Less will be more. Okay, was auch immer das jetzt heißen mag. Genau, hier haben wir die Einstellregler. Den Bildschirm habe ich auch noch nicht getestet. Der kam, wie gesagt, mit dem PC daher. So, der Bildschirm, weiß ich auch nicht, ob der funktioniert. Wird wahrscheinlich der originale Bildschirm sein. Könnte mit diesem PC ausgeliefert worden sein. Öfters wurden diese Kolani-PCs auch mit diesem Bildschirm hier ausgeliefert. Da habe ich zum Beispiel, ich habe selber auch einen Kolani-PC, den werde ich irgendwann auch mal zeigen. Der wurde zum Beispiel mit diesem Highscreen-Bildschirm hier ausgeliefert. Der ist schon etwas moderner. Der hat 15 Zoll und hat hier schon eine digitale Anzeige. Aber den stelle ich in einem anderen Video vor. Jetzt geht es erstmal hier um diesen Computer. Und ich würde vorschlagen, den werde ich jetzt als erstes mal auf den anderen Tisch schieben und dann gucken wir den uns mal von hinten und innen an. So, hier sehen wir den PC nochmal bei etwas besserem Licht von vorne. Was auffällt im Vergleich zum CD-Laufwerk, dieser PC ist ziemlich vergilbt. Das ist aber eigentlich vollkommen normal für die Kolanis. Die sind alle nach der Zeit vergilbt. Da kann man was gegen tun, da kann man ja später mal gucken. Hier sieht man den Farbunterschied, hier ist ein Stück vom Kunststoff rausgebrochen. Hier sieht man, der war früher mal schneeweiß, jetzt ist er gelb. Das CD-Laufwerk ist tatsächlich original. Es gab dieses 5¼ Zoll Diskettenlaufwerk. Das gab es in dieser Kolani-Version. Das CD-Laufwerk hatte keine spezielle Designer-Version. Weil zu dem Zeitraum waren CD-Laufwerke gerade ganz frisch rausgekommen. Nicht jeder hatte eins. Deswegen gibt es hier leider kein Design. Man könnte theoretisch die Blende hier vorne nehmen. Das ist nämlich nur eine Blende. Und auf das CD-Laufwerk setzen. Und theoretisch, man macht den Hebel weg. Und setzt sich hier ein CD-Laufwerk rein, wo man die CD so reinschieben kann, ohne Klappe. Dann könnte man da sich theoretisch was basteln, dann wäre es einheitlich, weil es sticht ja schon etwas raus. Aber das soll jetzt erstmal egal sein. Hier unten haben wir noch ein ganz normales 5¼ Zoll, 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Das sieht hier von vorne feste verbaut aus. Dafür muss man dann die Front komplett abschrauben und dann kann man das Laufwerk rausziehen. Ist übrigens ein etwas spezielleres Laufwerk, weil dieser Knopf hier, der hier zum Glück noch vorhanden ist, passt leider nicht auf jedes Diskettenlaufwerk drauf. Deswegen hoffe ich sehr, dass das noch funktioniert. Dann haben wir hier einen sehr schönen und mächtigen Startknopf. Jetzt wäre der PC an. Jetzt wäre er aus. Ist also ein AT-Computer, der hat keinen Taster, der hat nämlich einen richtigen Schalter. So wie das früher war. Dann haben wir hier die Megahertz-Anzeige. Da wird dann nachher draufstehen, mit wie viel Megahertz der PC taktet. Theoretisch mit 25. Ich weiß aber ja schon, dass der Prozessor nicht original ist. Dann drehen wir den PC jetzt einmal um. So, kommen wir zur Rückseite. Da haben wir hier einmal das AT-Netzteil. Das ist ein ziemlich großes, das ist aber für diesen Tower ganz normal. Dann haben wir hier diesen Phobis-Aufkleber. Der steht eigentlich überall drauf. Dann haben wir hier das Schild von Highscreen, wo drauf steht, was der Tower hat. Der hatte ein SX25, wie er vorne drauf steht. Jetzt ist da ein DX4100 drin, laut diesem von Hand geschriebenen. Hier sehen wir die Seriennummer, das Netzteil und hier hat wohl noch einer nachträglich das CD-Laufwerk eingetragen. Also hatte jemand sehr großen Wert darauf gelegt, dass das hier alles dokumentiert ist. Hier fehlt tatsächlich irgendetwas, also hier müssten eigentlich Blenden vor. Man sieht hier, dass hier auf jeden Fall mal irgendwas war. Ist die Frage, warum das jetzt weg ist, ob da jemals was war, weil eigentlich sind die Anschlüsse alle hier unten. Wir haben hier den DIN-Anschluss für die Tastatur, eine Grafikkarte, sogar eine Soundkarte. Und dann haben wir hier die analogen Anschlüsse. Hier als Steckkarte. Oder nicht als Steckkarte, als Blende. Gut. Und was noch zu bemerken ist, ist, der Sockel ist noch dabei. Selbst eigentlich recht selten, ist nicht mehr bei jedem Kolani dabei. Allgemein sind diese Kolanis manchmal leider ziemlich zerpflückt, weil dann ist irgendwann mal ein Laufwerk kaputt gegangen. Man hat das ausgetauscht und deswegen sehen die nicht mehr bei weitem so schön aus.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal den Deckel auf und gucken mal darunter. Hier noch nebenbei zu erwähnen, habe ich gerade selber vergessen, beim Colani muss man zuerst hier oben den Deckel abmachen, dass man das Gehäuse etwas hochziehen kann. So, und da ist der PC offen. Wir sehen auf den ersten Blick, der Festplatte geht es definitiv gut, weil sie hier nicht festgeschraubt ist. Ich vermute mal, die saß hier. Egal, zumindest jetzt erstmal besser als gar nichts. Fangen wir mal direkt hier unten an. Wir sehen, das müsste das originale Mainboard sein. Wir haben hier die Grafikkarte. Wir haben hier sogar ein Mainboard mit diesen hier Spezial-PCI-Anschlüssen. Da gab es nämlich damals Karten, die hatten ISA und PCI gleichzeitig. Da gibt es nicht allzu viele Boards, die das hatten, deswegen ist das sehr schön. Wir haben hier einen Sockel. Ich glaube, es ist Sockel 3. Prozessor gucken wir uns jetzt gleich auch an. Dann haben wir hier die Soundkarte. Hier ist die serielle Blende von den Anschlüssen hier. Und dann haben wir hier oben für die Anschlüsse noch eine extra Karte, was auch gleichzeitig die Controllerkarte für die Festplatten und die Laufwerke ist oder sind, wenn ich das richtig sehe. Wir haben hier auf der Soundkarte auch ein Kabel. Das ist dann wahrscheinlich fürs CD-Laufwerk, würde ich von ausgehen. Ja, es geht dahin. Da ist auch, gucken, ist dann nur das CD-Laufwerk dran? Ja, da ist nur das CD-Laufwerk dran. Das hier in dem Festplattenschacht. Ich muss noch gucken, ob da eine Festplatte drin ist. Der ging bis jetzt noch nicht richtig rauszuziehen. Ah, ach so. Der ganze Festplattenschacht hatte sich rausgezogen. Deswegen ging das nicht. Ah, okay. Gut, hier fehlen also Schrauben. Aber was ich gucken wollte, ist, ob die Laufwerke nur an dieser Controllerkarte angeschlossen sind. Scheint so. Also früher hatten Mainboards noch nicht wie heute IDE-Steckplätze. Früher brauchte man hier eine extra Controllerkarte, wie die hier oben, womit die Laufwerke angeschlossen sind. So, hier oben beim Arbeitsspeicher sehen wir auch etwas recht Interessantes. Eventuell baue ich das gleich mal aus. Das ist ein Adapter, um kleine SIM-RAM-Riegel auf Edo zu stecken. Man konnte also hier vier von diesen kleinen auf einen Edo dann stecken, wenn man noch alten RAM hatte. Hier sehen wir, das was fehlt. Da hat der Kollege die Batterie schon abgemacht. Man sieht es hier vielleicht, die könnten ja kleinere Säurerückstände haben, wie man das in meinem anderen Video, wo ich diesen Highscreen hier am Restaurieren bin, gesehen, dass es da Säureschäden geben kann. Lohnt sich also anzugucken. Und hier haben wir eventuell das gleiche Problem, wobei es hier so aussieht, als wäre die ganze Sache gut gegangen. Die Leiterbahnen sehen nicht ziemlich angegriffen aus. Allerdings haben wir hier ein etwas anderes Problem. Wir haben hier diese gelben Tangentkondensatoren, nennt man die, glaube ich. Auf jeden Fall nenne ich die gerne Knallerbsen, weil die nämlich die schöne Angewohnheit haben, wenn man so einen PC anschaltet nach 10 Jahren oder 20 Jahren, dann machen die einmal Puff, da steigt Rauch aus, dann ist ein kleines Löchelchen da drin und dann ist das erstmal kaputt. Ganz besonders beim IBM 5150 ist das ganz toll. Bei diesen Mainboards hier geht es meistens gut, aber darauf müssen wir jetzt gleich beim Start unbedingt achten, dass die nicht kaputt gehen. Oder wenn sie kaputt gehen, welche dann kaputt gehen. Weil das Mainboard hat nämlich ziemlich viele davon. Da ist es wahrscheinlich leider schon ziemlich sicher, dass irgendeiner davon kaputt gehen wird. Gut, der Prozessor. Ich gucke mal immer, ob ich das mit einer Hand abkomme. Ansonsten würde ich das jetzt am liebsten erstmal alles dran lassen, weil es so wahrscheinlich noch funktioniert hat. Also ich habe die Information, der Kollege hat den PC von jemanden, die haben das Ding, glaube ich, zuletzt 2005 benutzt und funktionierend auf den Speicher als Reserve gestellt. Also den haben die original gekauft, dann wurde der immer weniger und weniger benutzt und zuletzt ist der, glaube ich, 2005 gelaufen oder 2009. Ich bin mir da nicht sicher, aber 10 Jahre steht dieser PC hier definitiv schon. Das ist übrigens gut, dass sie den vielleicht noch genutzt haben. Das ist eventuell der Grund,
warum hier dieser Akku, der hier normalerweise drauf ist und für die Uhrzeit des BIOS verantwortlich ist, noch nicht ausgelaufen ist, weil der nochmal 2009 benutzt wurde. Deswegen haben wir hier vielleicht sogar eine gute Chance, dass dieser PC auch jetzt gleich angeht. So, ich will jetzt hier die sichere Startreihenfolge fahren. Das bedeutet, ich würde am liebsten alle Karten vom Mainboard ausbauen, besonders weil dieses Mainboard hier viele von diesen gelben Knallerbsen hat und ich gerne gucken würde, ob die hochgehen. Und als allererstes würde ich gerne mal das Netzteil testen ohne Mainboard. Das ist ja ein AT-Netzteil hier. Das heißt, das kann ich auch an den Strom machen ohne Computer. Das springt an. Um erstmal das Netzteil zu testen, dann machen wir da halt einfach nur ein paar CD-Laufwerke dran. Die Laufwerke hier lassen wir auch alle ab und dann machen wir das Step by Step und stecken immer mehr rein und dann können wir sehen, was kaputt ist oder ob überhaupt etwas kaputt ist. Weil wenn ich jetzt den PC anschalte, könnte sein, das Netzteil ist kaputt, da fängt was dran an zu rauchen, plus auf dem Mainboard, vielleicht ist auf so einer Karte noch irgendwas kaputt. Und da das eventuell zu viele Faktoren sind, mache ich das gerne immer langsam, damit auch nichts beschädigt wird. Das Netzteil könnte im schlimmsten Fall eventuell das Mainboard beschädigen, wenn es komplett kaputt ist. Kommt zwar selten vor, aber wir machen das jetzt mal sicher. Deswegen werde ich die Kamera jetzt erstmal auf ein Stativ montieren und dann werde ich diese Karten hier einmal alle vorsichtig ausbauen, dass sie nicht mehr auf dem Mainboard sind und dass wir etwas mehr sehen. So, jetzt habe ich die Kamera mal aufs Stativ gestellt. Ich hoffe, man kann jetzt hier etwas sehen. Jetzt wichtig hierbei ist übrigens, die richtigen Schrauben zu nehmen und nicht irgendwelche Blenden abzuschrauben, die man dann nachher nie wieder da dran schraubt. Genau, zu gucken, wo die Karten sind und besonders sich zu merken, wo die Karten waren, weil je nachdem könnte das eine Rolle spielen. Zumindest sollte man das alles wieder so zusammenbauen, wie man das vorgefunden hat. Also sollte man sich davon vorher Bilder machen. Da ich das jetzt hier gerade filme, kann ich mir das mit den Bildern sparen. So, hier haben wir die Grafikkarte. Die sieht jetzt nicht so besonders spektakulär aus. Ist noch eine ISA-Grafikkarte mit einem VGA-BIOS. Sieht auf den ersten Blick noch gut aus. Ich sehe hier keine Batteriesäureschäden oder andere Geschichten. Die hat auch drei von diesen Knallerbsen hier. Mal gucken. Der PC sieht allgemein sowieso ziemlich sauber aus. Na gut, der PC hat auch ziemlich wenig Lüfter, die hier Staub reinpusten können. Aber das zeigt eigentlich, dass der immer ziemlich gut stand. Und hier ist auch nicht irgendwie eine Spur von Rost oder irgendwie Feuchtigkeit. Das heißt, dieser PC wurde gut gelagert. Dann kommt als nächstes die Soundkarte. Das ist hier so eine typische billigere Soundkarte. Wurde sehr oft in Highscreen verbaut. Hier markant an dieser dreieckigen Form. Das hier ist übrigens auch ganz toll. Das hier sind so, das war früher mal so gummibandartig. Damit wurden die Kabel zusammengehalten und das ist jetzt, ist das spröde. Deswegen, das liegt meistens in so alten Computern unten drin. Das Gute ist, dass das Mainboard ordentlich festgeschraubt ist. Das erleichtert das Karten rausziehen sehr. Ich lasse das IDE-Kabel, das würde ich am liebsten da jetzt so wie es ist dran lassen, weil ich nämlich glaube, dass das so richtig ist. Ich könnte das jetzt zwar abmachen, aber vielleicht mache ich es auch ab. Mal gucken. Das hier sind nur Stecker, die können drin bleiben, die machen nichts kaputt. Und dann noch hier oben die Controllerkarte. Ich sag mal so, das Herzstück, weil ohne die kann man an dem PC ziemlich wenig anschließen. Keine Festplatten, keine Laufwerke, kein gar nichts. Ah ja, die ist gut festgeschraubt gewesen, nicht? Ah, auf der Controllerkarte steckt auch das mit drauf. Dann schraube ich das eventuell auch noch raus. Vielleicht baue ich doch die ganzen Karten aus und markiere mir eben, wie die Kabel saßen. Ich bin halt nie so ein Freund von diesen Flachbandkabeln, weil die haben ja alle keine Nasen. Und wenn man da eins falsch reinsteckt, dann kann man da je nach dem Moment brauchen, das rauszufinden, bis das richtig geht. Da kann man sich Fehlerquellen einbauen, wo man im Nachhinein, wenn man dann den PC schon im System installiert und irgendwas und sich dann plötzlich wundert, warum irgendwelche Laufwerke nicht angesteuert werden oder serielle Anschlüsse nicht funktionieren. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, diese Karten nicht unbedingt auseinander zu stecken. Aber das reicht mir hier schon. Ich möchte ja nur einen klaren Blick aufs Mainboard haben.
was ich jetzt auch habe. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Es ist ein reines ISA-Mainboard. Also noch etwas älter. Gut. Dann ist der nächste Schritt, das Netzteil abzuklemmen, weil das ist das, was wir als allererstes tun wollen. Wir wollen nämlich das Netzteil testen. Hier immer ganz wichtig zu beachten ist die Reihenfolge dieses Steckers. Das ist nicht egal. So eine kleine Eselsbrücke. Das hier sind die AT-Stecker. Und die haben hier zwei schwarze Kabel und hier immer zwei schwarze Kabel. Diese Kabel sind eigentlich immer schwarz und die müssen immer so aneinander sein. So kann man die Stecker eigentlich nicht falsch rum draufstecken. Da muss man aber auf jeden Fall achten. Man könnte die jetzt theoretisch so da draufstecken. So, wenn man das macht, dann. Moment, man hat das nicht gesehen. So, wenn man das macht, dann hat man seinen PC oder sein Netzteil, je nachdem was, gehabt, weil dann ist es nämlich kaputt. So, das hier oben, das sieht man jetzt nicht. Ich kann mal gucken, ob ich da hochkomme. Ah, geht. Die Laufwerke möchte ich auch ausstecken, weil die machen jetzt nämlich gleich irgendwelche blöden Geräusche hinterher, die dann verunsichernd sind. Das 5¼ Zoll Laufwerk würde ich gerne auch ausstecken. So, der lag so. Den stecke ich da jetzt gleich auch wieder rein. Ich komme bloß sonst nicht an den Stecker vom Diskettenlaufwerk. Am besten nie an den Kabeln ziehen, immer an dem Stecker, weil ansonsten kann man hier bei diesen tollen Molex-Anschlüssen, hier, wenn die älter sind, ganz leicht die Kabel aus dem Stecker hier rausziehen. Das sind nämlich hier nur so Hülsen, die da drin sind. Und das ist nicht schön. Eventuell etwas mit einem Schraubendreher knippen, aber damit immer ganz, ganz vorsichtig sein, dass man da nicht irgendwo reinhaut. Hier in dem Fall ist es jetzt ziemlich blöd, dass das Netzteil im Weg ist. So, da ist der Stecker raus. Das ist das Flachbandkabel vom CD-Laufwerk. Das stecke ich da jetzt. Das hat zwar gerade keine Funktion, weil die Karte ausgesteckt ist und das Laufwerk sowieso. Aber ich möchte gerne, dass das wieder so steckt, wie es war. Gut, jetzt müsste nur noch, genau, jetzt ist noch hier die Festplatte angeschlossen. Die stecken wir, oh, man sieht schon wieder nichts, die stecken wir auch aus. Dann ist noch das kleine Diskettenlaufwerk hier unten angeschlossen, das stecken wir auch aus. Da müssen wir nachher darauf achten, dass wir das wieder einstecken. Und dann haben wir hier vorne noch dieses tolle Pendel. Das stecken wir auch aus. Weil das wäre, glaube ich, das Pendel wäre das Allerärgerlichste, was vorne kaputt gehen könnte. Ist mir zwar noch nicht passiert, aber das ist das Ärgerlichste, weil das auszuwechseln ist meistens schwierig, besonders weil es dafür keine Ersatzteile gibt. So, den Stecker hier oben, ich weiß nicht, ob man den jetzt sieht. Den lasse ich jetzt nämlich doch darin, weil der geht nämlich doch ziemlich schwierig auseinander. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob der verklebt ist. Ich habe fast den Eindruck. Deswegen lassen wir den erstmal so. Das ist übrigens gar nicht der Stecker fürs Pendel. Das Pendel ist nämlich hier. Das sieht man jetzt schlecht. Über dieses kleine Kabel mit an dem Stecker für das 5¼ Zoll Laufwerk gewesen. Das hier ist also nur der Festplattenschacht. Und wenn ich die Festplatte da jetzt einfach rausziehe, dann macht das keine Probleme. Und selbst wenn sie drin ist, sollte da nichts passieren. Ich muss sowieso Laufwerke an das Netzteil anschließen, dass es nicht leer läuft. So, die Festplatte ist ausgebaut. Da war übrigens wirklich eine Festplatte drin. War übrigens abgeschlossen. Ja, so, dann ist das jetzt auch stromlos. Das heißt, das Netzteil ist jetzt komplett von versorgenden Elementen getrennt. Dann werde ich jetzt mal ein paar andere Molex-Geräte nehmen, irgendwelche alten CD-Laufwerke oder Festplatten, einfach nur damit das irgendwas zu tun hat, das Netzteil, die aber ruhig Schaden nehmen können. So, das Netzteil ist jetzt eingesteckt. Ich habe jetzt hier zwei Laufwerke dran geschlossen, einfach nur, weil das Netzteil darf nicht ohne Verbraucher laufen. Deswegen diese zwei CD-Laufwerke, die haben nichts mit diesem PC hier zu tun. Deswegen kann auch nichts kaputt gehen, außer die Laufwerke. So, die Stecker hier sind abgeklemmt vom Mainboard. So, und jetzt werde ich einmal ganz kurz den Schalter nur umlegen und direkt wieder zurücksetzen, um zu gucken, was passiert.
Das war einmal ganz kurz. Jetzt gucke ich immer. Ich mache das immer so einen ganz kurzen Intervall, dann kann ich direkt sehen, ob irgendwas passiert. Das Licht brennt auf jeden Fall noch, die Sicherung ist noch drin. Riechen tue ich auch nichts. Was ich gesehen habe, ist übrigens, dass das Pendel kurz angegangen ist. Das Netzteil scheint zu gehen. Genau, das Netzteil geht. Der Lüfter auch. Ich rieche auch nichts. Das ist sehr gut. Ich habe die Anzeige wohl doch nicht richtig abgesteckt. Die übrigens auch nicht richtig funktioniert. Warum auch immer. Aber darum werden wir uns noch kümmern. Dann schalte ich das jetzt erstmal wieder aus. Das heißt, der erste Test ist bestanden. Dann kann das jetzt hier alles wieder weg. Und dann werden wir jetzt direkt im nächsten Schritt das Mainboard anschließen und mal gucken, was passiert. Obwohl ich sehe hier unten gerade, hier, da ist doch ein bisschen Batteriesäure. Oh. Gut, die ist halt jetzt oberflächlich. Müssen wir mal gucken, ob es jetzt anspringt. Theoretisch hätte ich es jetzt einmal ausbauen können, um nach hinten, um von hinten drauf zu gucken. Aber von vorne sieht das eigentlich noch so gut aus, dass da eigentlich nichts sein dürfte. So, das Netzteil ist am Mainboard angeschlossen. Ich korrigiere übrigens meine Aussage. Wir lassen diese Laufwerke da jetzt dran, dass das Netzteil noch etwas mehr Verbraucher hat. So, und jetzt kommt dann der etwas spannendere Teil. Jetzt möchte ich gucken, ob mit dem Mainboard irgendwas passiert. Und dafür muss der ganze Kram noch etwas beiseite, dass ich hier einen Blick darauf habe, ob es hier irgendwo raucht. Noch etwas mehr Licht. So, und dann werde ich dieses Mainboard jetzt einmal ganz kurz an- und wieder ausmachen, um zu gucken, ob irgendetwas passiert. Ich weiß gar nicht, ist der Speaker angeschlossen? Dann könnten wir jetzt eventuell gleich schon einen Piepton hören. Wenn wir einen Piepton hören würden, das wäre richtig schön. Das würde nämlich heißen, dass es funktioniert. So, ich habe an- und wieder ausgemacht. Als kurzen Intervall, um zu gucken. Ich rieche nichts. Ich habe nichts aufrauchen sehen. Der Lüfter hat sich kurz gedreht. Dann machen wir das jetzt nochmal. Die Geräusche sind die Laufwerke. Okay. Ich höre leider kein Laufen. Also ich höre keinen Speaker. Es kann aber gut sein, dass er eventuell noch nicht angeschlossen ist. Ah, aber die Anzeige leuchtet jetzt vollkommen. Das ist interessant. Ich muss mal gucken, jetzt ob als nächstes direkt, ob der PC hier einen Speaker verbaut hat. Weil hier im Pendel, da sehe ich nämlich nichts. Weil dann könnten wir nämlich schon mal direkt hören, ob hier irgendwas piepst. Auf den ersten Blick sehe ich da gar keinen Speaker. Wir werden jetzt gleich als nächstes die Grafikkarte einstecken, weil dann können wir nämlich direkt sehen, ob wir ein Bild haben oder nicht. Was ich jetzt eben mal mache, ich habe jetzt die Tastatur angesteckt und möchte mal gucken, wie sich hier diese LEDs hier verhalten, ob die signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Manchmal zeigen die was an. Okay, hier kommt noch nichts. Das könnte aber normal sein. Der könnte im BIOS hängen. Dem fehlt aber ja auch alles. Der hat ja keine Grafikkarte, keinen Festplattencontroller und gar nichts. Auf jeden Fall haben die Lämpchen kurz geblinkt. Hier mit dem NumTest, da geht leider noch gar nichts. Das ist jetzt schade. Das heißt aber noch nichts. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal die Grafikkarte dran und dann sehen wir schon mehr. So. Grafikkarte ist drin, Bildschirm ist angeschlossen. Ich schiebe das mal was beiseite. Theoretisch müssten wir hier gleich ein Bild kommen. Ich stelle den Switch mal auf 4. So, und dann gucken wir jetzt mal, was passiert. Ich mache den PC an. Nebenbei gucke ich erstmal auf die Grafikkarte. Da qualmt nichts. Jetzt gucken wir, ob er ein Bild ausspuckt.
Dem ist nicht so. Das ist Mist. Ich setze mal eben die Kanäle durch. Das ist 1, das kann es nicht sein. Das ist der Werkstatt-PC. 2 kann es eigentlich auch nicht sein. Es könnte höchstens noch 3 sein. Oder 4. Gut, da kommt kein Bild. Gut, das ist schon mal nicht gut. Jetzt müssen wir mal eben kurz nachdenken. Was fehlt dem PC? Strom ist da. Grafikkarte ist ebenfalls drin. Arbeitsspeicher ist auch eingebaut. Hier tut sich noch nichts. Die Batterie fehlt natürlich, aber eigentlich sollte der trotzdem ein Bild machen. So, jetzt habe ich die Grafikkarte im Verdacht. Oder das Mainboard. Jetzt werde ich doch mal den PC noch einmal ausschalten. Und nach einem Speaker suchen. Um zu gucken, ob ich da was anschließen kann und ob das Mainboard überhaupt piept. Und ja, das mache ich jetzt erstmal. So, ich bin relativ blind, weil der Speaker, na, den sieht man nicht, der ist gar nicht da. Ja, der ist aber angesteckt. Der könnte jetzt natürlich kaputt sein. Ich glaube, gehe nämlich jetzt davon aus, das wird jetzt nämlich doch ein längerwieriger Spaß, dass ich die Karten jetzt doch eben mal kurz, zumindest die Soundkarte da kurz wegbaue. So, die eine Controllerkarte habe ich mal kurz da oben abgelegt, die Soundkarte habe ich jetzt ausgebaut. Ich will gerne einen anderen Speaker hier draufsetzen, nur so zum Test, nicht, dass der Speaker kaputt ist. Hatte ich nämlich auch schon mal, weil die eine Lötstelle gefällt mir nämlich nicht. Und der hier die ganze Zeit piept, weil der jetzt gar nicht piept, muss ich jetzt vom Prozessor oder vom Mainboard ausgehen gerade. Und wenn er jetzt piepen würde, dann könnte ich gucken, warum er nicht geht. Also schalten wir das jetzt nochmal an. Bild kommt keins. Piepen kommt leider auch keins. Ich werde den Speaker jetzt gleich nochmal drehen. Obwohl das eigentlich nichts zur Sache tut, aber ein Versuch ist das wert. Was wir auch noch eben kurz versuchen könnten, wir könnten den einmal in der Einstellung ändern. Wir können auch noch, fällt mir ein, hatte ich auch schon mal, wir können den jetzt einmal resetten. Also wenn er läuft, ich habe nämlich einen PC, da muss man einmal den Reset-Knopf drücken, dass der anspringt. So. Drücken wir einmal den Reset-Knopf. Ich gucke mal eben auf der Tastatur, ob da überhaupt was passiert, wenn ich den drücke. Der reagiert gefühlt gar nicht auf mich, der Reset-Knopf. Dann will ich die Turbo-Taste mal da rausholen. So, jetzt ist die Turbo-Taste raus. Ich dachte gerade hier dieser blöde Faden. Das wäre Qualm. Ah ja, ohne Turbo-Taste sieht das Ganze irgendwie wieder so kaputt aus. Ändert aber nichts. Ich höre immer noch keinen Startton. Gut, dann schalten wir das nochmal aus und machen den Turbo-Knopf wieder rein. Der war ja auch draußen. Genau, jetzt zeigt er wieder 100 MHz an. Laufen tut er dennoch nicht. Dann will ich jetzt gleich, nachdem ich den Speaker jetzt einmal umgedreht habe, meine Aufmerksamkeit der CPU widmen. Ob die überhaupt warm wird oder ob die kalt bleibt. Eventuell ist hier, es gibt das ja, vielleicht sind die Informationen doch schon wieder nicht richtig. Derjenige hat eine neue CPU damals eingebaut. Oh, ach Schreck, das geht ja gar nicht. Und hat das Ding dann damit weggestellt. Eventuell ist das nämlich nur falsch gejumpert. Hatte ich nämlich auch schon. Dann hatte ich da einen PC mit einer CPU drin. Und da war der einfach falsch gejumpert. Und deswegen sprang der nicht an. So, Speaker umgedreht. Gucken, ob wir jetzt irgendwas hören. Wir hören nix. Das ist nicht gut. Dann können wir das auch wieder ausschalten und dann drehen wir den Speaker wieder so, wie er war, oder klemmen am besten gleich schon wieder den Original-Speaker an. Machen wir gleich. Jetzt will ich erstmal
hier die Kappe von der CPU abheben, aber dafür muss ich, glaube ich, die Kamera ausmachen, weil ich will das nicht kaputt machen. Oder wir hebeln jetzt den ganzen Prozessor hier einfach aus. So. Genau, so war der drauf. Und dann gucken wir uns den mal an. Der ist ziemlich kalt. Das ist schon mal nicht gut. Der fühlt sich von unten kalt an. Ich mache mal eben den Lüfter ab. Hier haben wir keinen DX100, wie er da angeblich drin sein sollte. Das ist nämlich nur ein DX80 und das ist auch ein AMD. Und der wird übrigens nicht warm. Das könnte gut dafür, dafür stehen, dass die CPU kaputt ist. Ich werde den jetzt nochmal ohne Kühler einbauen und mir angucken. Oh, ich habe es gerade vergessen zu filmen. Also, ich habe den PC angeschaltet. Wohl, ha, ich bin mir nicht sicher. Also, eigentlich, also, nein, die CPU arbeitet nicht. So, jetzt muss ich mir erstmal angucken, warum nicht. Jetzt werde ich jetzt erstes mal gucken, ob diese CPU überhaupt für diesen Sockel hier zugelassen ist. Dann werde ich mal gucken, ob das hier irgendwo jumperbar ist. Und dann muss ich mal sehen, ob ich irgendwo noch eine Austausch-CPU habe, um mal auszuprobieren, ob es dann geht. Woran es mir leider mangelt, das sind Prozessoren. Besonders hier für die besonders 486er. Pentiums habe ich genug, aber 486er. Ich habe jetzt hier gerade mal so eine Box gefunden, die ich letztens bei eBay gekauft habe. Da müssten wir jetzt mal gucken. Wiederum weiß ich bei den Prozessoren auch überhaupt nicht, was damit los ist. Das hier ist ein 33er. Das ist auch ein 33er. Doch, das sind alles die gleichen. Okay. Der müsste, das werde ich jetzt mal eben hier kurz nebenbei nachgucken, ob der da drauf passt. Prozessor, das ist hier nämlich für den Sockel 3. DX, das ist ein DX, genau, das ist ein 20 bis 33, der sollte drauf passen. Gut, dann können wir, sage ich jetzt einfach mal, nehmen wir diesen Prozessor hier und probieren das mal aus, ob der PC damit startet. Aber vorher muss ich mir jetzt unbedingt das Mainboard angucken, ob man das irgendwie jumpern muss, damit die CPU nicht durchbrennt. Hier kann man zum Beispiel was sehen. Das sieht mir nämlich so aus, als würden hier Prozessoren aufgemalt stehen. Man sieht das hier nämlich. Das werde ich jetzt einmal fotografieren. Ich weiß nämlich nicht, ob man das hier im Video so sieht. Und mal gucken, in welcher Hinsicht hier diese Jumper eingestellt werden müssen für die CPU, weil das ist nämlich ziemlich wichtig wegen der Spannungsversorgung und so etwas allem, was auch ein Grund sein könnte, warum die hier eventuell gar nicht erst geht. Vielleicht ist das einfach nur falsch gejumpert. So, der Prozessor ist drin. Ich musste noch die Pins einen Moment umbiegen. Hier bei dem ist es noch einfach. Aber die waren halt leider verbogen, deswegen ging der nicht so gut rein. Jetzt ist er aber drin. Der PC ist richtig gejumpert, der Prozessor sitzt hier auch richtig drin. Richtig, genau, da ist die Ecke, da muss er sitzen. Dann würde ich sagen, schalten wir den PC einmal an und gucken, was passiert. Baut der Wärme auf? Ich meine, er würde warm. Ein Bild sehe ich übrigens nicht nebenbei auf dem Bildschirm. Das tut er immer noch nicht. Nein. Hier reagiert leider auch nichts. Nochmal drauf fühlen. Ich meine, der würde wärmer als der andere, aber nicht richtig. Machen wir hier mal Trick 17. Manchmal soll es funktionieren. Reset-Schalter drücken. Nein, da kommt nichts. Also der Prozessor, der bekommt auf jeden Fall Temperatur. Er wird warm, aber er geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Eventuell ist doch noch irgendwas falsch gejumpert. Ich kann ja mal einen anderen ausprobieren. Ich will aber jetzt auch nicht meine ganzen CPUs hier reinstecken. Man weiß ja auch nie so richtig, was mit dem Mainboard nicht stimmt. Auf jeden Fall wird dieser Prozessor schon mal warm im Gegensatz zu dem anderen.
Aber das heißt nichts, dass die warm werden. Die können trotzdem kaputt sein. Ansonsten werde ich jetzt mal nachher ein funktionierendes nehmen oder die mal quer testen mit einem anderen Mainboard. Das ist bloß immer alles ein bisschen Aufwand, weil das hat man dann wieder nicht alles hier richtig da stehen und sowas. Und deswegen ist das nicht mal eben. Ne, der nicht, der hat verbogene Pins. Das hat auch verbogene Pins. Mist. Also muss ich nochmal eben Pins biegen. Die nächste CPU ist drin. So, der ist jetzt noch aus. Okay. Das Problem ist, ich bräuchte eigentlich so eine kleine Wärmebildkamera, um zu testen, ob die Dinger wirklich warm werden, weil manchmal merkt man es nicht. Achso, das ist der Lüfter. Wir haben übrigens kein Bild. Ich meine, er würde leicht wärmen, aber nicht so, wie er soll. Es scheint irgendwas mit dem Mainboard nicht in Ordnung zu sein, würde ich fast von ausgehen. Ich werde die Prozessor nochmal quer testen. Das Problem ist, ich weiß jetzt gerade auch nicht genau, womit ich die jetzt quer testen könnte. Weil ich habe jetzt auch nicht so viele von den Mainboards. Ich müsste die aus laufenden Systemen ausbauen. Der geht auf jeden Fall nicht. Der wird aber definitiv warm, aber der will nichts tun. So, Moment. Aus. Gut, das macht er beim Starten. Ich weiß aber nicht, ob er was mit der CPU zu tun hat. Manchmal ja, manchmal nein. Auf jeden Fall passiert hier leider noch nichts. Ich könnte auch mal die Batterie anklemmen, aber das ist eigentlich nicht das Problem. So, ich glaube zwar nicht, dass das Problem war. Ich habe ja selber hier mal den Akku angeschlossen, der da eigentlich drauf sitzen sollte, um nachzuvollziehen, ob das eventuell wirklich das Problem ist. Ich glaube das zwar nicht, aber wir können das ja mal ausprobieren, einfach ob das irgendwas ändert, weil jetzt hat er theoretisch das BIOS angeschlossen, kann der theoretisch wieder etwas mit dem BIOS anfangen, aber der sollte eigentlich auch so ein Bild bekommen. Ich könnte jetzt auch noch eine andere Grafikkarte oder ein anderes Netzteil und alles probieren. Das könnten wir alles noch ausprobieren. Das werden wir auch ausprobieren. Bloß die Frage, ob ich daraus nicht einen Zweiteiler mache, weil das ist langsam alles schon ziemlich lang. Das Netzteil könnte es sein, dass es doch das Mainboard nicht richtig mit Strom versorgt, aber ich gehe momentan sehr vom Mainboard aus. Und ich gehe auch davon aus, dass das Mainboard wahrscheinlich mit der CPU gelaufen ist. Ich muss mir jetzt nochmal diese gelben Kondensatoren da angucken auf dem Mainboard, ob da nicht vielleicht doch schon einer kaputt ist. Und eventuell das ganze Mainboard mal ausbauen. So, wie es weitergeht, seht ihr dann im zweiten Teil. Der sollte theoretisch nächste Woche kommen. Ich habe jetzt hier kein richtiges Ende gefunden, weil das Video am Ende so lang wurde, dass ich da jetzt einfach einen Cut reinsetzen musste. Also freut euch aufs nächste Video.